habe ich denn? Wo habe ich denn? Ah, hier sind schon mal ein paar Zäune. Die können da noch mit zu. Ach, hier habe ich ja noch ein paar Sticks. Und hier, genau, die Kohlen. Und, so. Das dahin und das dahin. So, wir haben jetzt ein paar Fackeln. Ach, hallo, da seid ihr ja. Ich habe euch schon vermisst. Ja, wo habt ihr denn so lange gebraucht heute? Was ist denn los? Schönes Wochenende wünsche ich euch erstmal. Schaut mal, ich habe in eurer Abwesenheit schon ein bisschen weitergemacht und die ganzen Fleißarbeiten zumindest schon mal erledigt. Also alles, was so ein bisschen lästig ist. Und ja, jetzt gibt's noch schnell ein bisschen was zum Feinschliff und dann müssen wir auch schon bald los. Es wird ja Zeit, nach Hundsgrab zu reisen und hier komme ich nicht weiter. Mit der großen Überraschung für morgen anzufangen. Oder zumindest schon mal dorthin zu reisen. Nicht wahr, Apollo? Ja, was ist fertig? Pass auf, ich renne mal hier schnell hoch. Dann kann ich es euch nämlich... renne hier mal kurz schnell hoch, dann kann ich es euch nämlich besser zeigen. Dass das Dach soweit fertig geworden ist. Ja, schaut mal. Beiderseitig. Jetzt muss hier nur noch der Baukran dran und dann haben wir es eigentlich schon fast geschafft. Ja, und dieser Block hier, der hat eh nichts zu suchen, der kommt jetzt mal weg. So. Und, Donnerhall, genau. Du weißt schon, warum du da drin bist, ne? Ja, ist nämlich ganz zurecht. Mal lieber. So. Und siehe da, Fußboden und Decke, jetzt alles harmonisch. Monochrom. Nicht zu sagen monoton. Und hier geht es dann hoch in den großen Lagerbereich des Hauses. Und hier ist schon ein Teil ausgeleuchtet, ein Teil muss ich noch. Und warum hat der Typ denn jetzt diese... Ja, warum hat er diese? Und ihr seht, hier fehlen noch Lehmdingers. Und ich glaube, davon habe ich keine mehr. Ja, und warum habe ich die Quarzsäulen geholt? Das hat mit, mal wieder muss ich ja schon was sagen, mit Jenny zu tun, die durchaus recht hatte und gesagt hat, der Totenkopf, das sieht so martialisch aus am Eingang. Wäre das nicht eher was für ein Piratenschiff oder sowas? Na, hat sie eigentlich auch recht. Ein Piratenschiff für unsere Hafenbucht ist auch nochmal eine Herausforderung für einiges später. Vier vorne für die Säulen, da wäre es ja wahrscheinlich passender, wenn da so ein Prunk, Säulenprunk hinkäme. Ja, das ist auch wahr. Zäune werde ich jetzt definitiv nicht genug haben. Aber... Ich kann ja trotzdem schon mal anfangen hier. Die Dinger hier rauszubauen und hier vor. Dafür habe ich sie extra gegossen. Kommen dann Glasblöcke. Damit man von hier aus sehen kann und von hier aus den Kran lenken kann. Der kommt noch ein ganzes Stück raus und dann kommt da eine Plattform drunter. Und da kommen dann Kisten drauf. Und die kann man dann hier so rüberhieven jeweils. Die Werkbank, die kann eigentlich hier weg, die brauchen wir hier oben nicht mehr. Hier im Prinzip das gleiche. Wie viel bin ich da reingegangen? Also so, okay. Ja, Mensch, Wochenende, wunderbar. Das haben wir uns ja wohl auch alle redlich verdient, würde ich sagen. Wie war denn eure Woche so? Meine war ein bisschen mühselig, aber jetzt ist alles gut. Ja, und so langsam wird es finster, bitter, kalt draußen. Und ja, morgen ist ja schon der erste Advent. Und deswegen gibt es natürlich auch morgen eine entsprechende Folge. Und jetzt gibt es erstmal noch den Versuch hier... weiterzubauen. Diesmal ohne Absturz, bitte. So, wie lang muss denn das sein? Der muss ja bis darüber kommen. Also das ist ein ganzes Stück. Und man kann dann von da aus auch direkt Schiffe entladen. Ja, komm, einen gebe ich ihm noch. Dann sind es 1, 2, 3, 4, 5, 6 Elemente, die rausragen. Und hier geht's rüber. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na, ein siebter muss es noch sein. Ein siebenter muss es noch sein. Den auf der anderen Seite können wir ein bisschen schräg machen, vielleicht sogar. So. Ja, müssen wir auch, weil sonst passt der hier nämlich gar nicht rein.
Dann geht er nicht so. Und da muss da immer noch einer dazwischen, ne? Oh Gott, Nico B., wie hast du sowas gebaut? Du kannst doch so prima Zäune... hier, so. Weißt schon, was ich meine. So Dinger schräg machen. Das wären jetzt ja schon 7, wenn ich jetzt hier jeweils einen dazwischen mache. Habe ich überhaupt noch so viele? Ja, habe ich gerade noch so. Boah, ich schwebe auf einen Zaun. Huch, und es wird schon dunkel? Ja, gut, ich bin ja auch schon eine Weile am Gange hier. Was kommt davon, wenn man nicht pünktlich einschaltet, meine Lieben? Nein, Spaß. Ihr habt natürlich pünktlich eingeschaltet, ich habe nur nicht pünktlich aufgenommen. So. Ja, naja, das sieht ein bisschen mehr gewollt als gekonnt aus, aber das wird schon. Wenn dann hier erstmal der ganze Steinbruch weg ist, dann kommt das Haus auch voll zur Geltung. Und wie gesagt, hier kommt dann noch mit Netherzaun ein Seil runter und eine kleine Plattform drunter, wo dann eine Kiste draufsteht, dann hat das auch seinen entsprechenden Schick. Und jetzt kann ich hier nicht mehr durchs Fenster springen, aber hier. Psst. Frisch gebadet. Und dann können wir nämlich tatsächlich hier mal die Baustelle vor der Tür einfach wegreißen. Was ich gerade The Big Decision heißt, das folgende Lied. Die große Entscheidung. Ja. Ja, Entscheidung, Entscheidungen. Ich bin ein Entscheidungskind quasi. Also. Die Totenkopf-Idee fand ich gar nicht schlecht, aber sie macht sich wahrscheinlich anderwo. Aber an anderwo macht sie sich besser. Stattdessen haben wir hier die Vollstecker von der Hanse. Danke übrigens nochmal für die Warnung, lieber Zeron. Ich werde auf der Hut sein. Aber es kommt ja hier nicht nur die Hanse rein, sondern auch die Hafenmeisterei und das wird schon. So. Ja, und dann passt hier ja eigentlich noch. Das ist so ein krasser Kontrast, ne? So ein dickes Säulenteil hier vor der Tür, aber ja, so sind die halt. Wenn ihr das doof findet, dann ändere ich das nochmal. Erstmal ist gut. Nee. Das muss hier schon oben hin. Hafen. Meisterei. In altertümlich geschrieben. Poststation. Und. Hanse. Niederlassung. Der Strich oben ist doof. Ja. So, und hier kommt ja die Poststation rein. Und das ändere ich nochmal. Da nehme ich dann gelben Lehm für. Aber, ich reiße das hier nochmal kurz weg, damit ich mir das merke. Und ansonsten, ja, genug Schaden angerichtet, das reicht. Dann gehe ich hier nämlich direkt rüber und schließe das hier an. Dann wird das ein etwas größerer Raum für die Post und ein ganz offener Raum hier für die Hafenmeisterei. Und dann wird das ganz schicki. Mickey. Schicki und Mickey. Und den braunen Lehm nehme ich für andere Räume. Das ist, habe ich so viel davon gemacht und jetzt brauche ich den fast gar nicht. Gold? Muss ich Gold mitnehmen? Nein. Blau gefärbter Lehm. Das erinnert mich daran, ich muss ja... Also Inneneinrichtung, hier Bilder, das auch noch. Ich muss ja... Wohl oder übel gab es ja eine Rüge aus Hundsgrab. Die Größe des... unseres Marktstandes betreffend. Auch... Nee, das ist hellgrün. Auch wenn ich das nicht nachvollziehen kann, das ist doch kein großer Marktstand, das ist ein angemessener Marktstand gewesen. Nein, okay, er hat die vorgeschriebenen Maße überschritten und das kann dann zu teuren Mietzahlungen führen, die ich nicht bereit bin aufzubringen. Und deswegen nehme ich diesen Smaragd aus Protest mit. Genau wie diese, die ich jetzt nirgendwo hinpacken kann. Hier kommt ein bisschen Schießpulver auf den Boden. Deswegen werde ich halt nochmal in uns Grab das noch in dieser Folge meinen Marktstand korrigieren und dann
bin ich richtig aufgestellt für alles. So. Hier geht's hoch. Und oben. Hier fehlen noch zwei, genau. So. Schön, schön. Ja, super. Hier kann man dann noch irgendwie was wie eine Art Schaltzentrale könnte man hier noch drunter bauen. Zum Beispiel mit einem Hebel. Habe ich jetzt nicht dabei. Gibt's hier. Aua! Gibt's hier unten noch Hebel? Hier, Werkbank dazu. Redstone-Fackel, nein. Schießpulver dahin. Sand, Sandstein. Ah, man muss da ganz genau, muss man da gucken. Ganz genau nämlich. Ja. Oh ne, das Schnee, den brauche ich. Mal gucken, ob die andere Seite dann auch noch so ein Ding kommt, aber erstmal nicht. Keine Hebel. Gut, dann folgt diese Schaltzentrale ein andern Mal, genau wie die Poststation, genau wie die Inneneinrichtung der Hafenmeisterei. Genau wie der Rest vom Schützenfest. Ein kurzer Blick von der Ferne, den die Neta-Dinger habe ich jetzt ja auch nicht da. Genau, also diesen Eindruck hinterlässt das Ganze dann. Ja, und dann kann hier demnächst, wird die Baustelle hier abgerissen. So, das brauche ich alles nicht mitnehmen, aber hier ist auch kaum noch Platz, oder? Holz weiß ich nicht. Erde definitiv nicht so viel. Da passt noch was rein vom schönen Tropenholz, was ich jetzt so reichlich gefarmt habe. Das kommt noch oben in die Schatzkammer. Einmal renne ich noch schnell hoch, nämlich. So. Ich kann natürlich auch mal oben wieder was hinbringen. Das wäre ja auch nicht schlecht. Ich nur eine Tür, die keine Zuständigkeit hat. So, Apollo, in meiner Abwesenheit, du passt hier brav auf, dass nichts passiert, dass sich keine fremden Schelme hier annähern. Und da ich ja demnächst mit Donnerhall hier die Gestaden verlasse, kurzes Spätstück. Wird es einmal Zeit, hier auszuschalten. So, jetzt kann ich auch mal das hier mit hochnehmen. Die Kiste kommt auch gleich mit. Ne, kommt in die Schatzkammer oben. Brauche ich sonst noch was? Die Behutsamkeitsspitzhacke werde ich wahrscheinlich... Ja, könnte sein, dass ich die in Hundskrab gebrauche. Aber da habe ich auch eine in der Truhe in der Nähe, da kann ich die nochmal holen. Nö, das passt erstmal hier. Hier, ja, das kann hier rein, das kann hier rein, das kann hier rein, das kann hier rein. Äpfel nehme ich mal mit. Die Erde kann hier rein. Und hier die Stahl, da ist ein Hebel. Mach ich das doch noch schnell? Nein, komm, später. Sand, Kies. So. Alles fein säuberlich. Hingeordnet. Da geht's runter. So. Nicht lang schnacken, Kopf in den Nacken. Und hier ist die Truhe mit den Sachen, die ich auf jeden Fall mitnehmen muss und brauche. Der Rest kann hier bleiben. Um Straßenbau oder ähnliches kümmere ich mich jetzt nicht. Muss ich nochmal hoch? Ja, los. Schnell nochmal hoch. Polly füttern und dann der Burg Tschüss sagen. Dann geht's dorthin, wo der Hund begraben liegt. Schon wieder. Aufregend, nicht wahr? So, dann, wie versprochen, geht's auch hier erstmal weiter. An der Brücke. Ich mache das immer falsch. Immer verwechsel ich hier die Kisten. Egal. Brauche ich hier von irgendwas? Nein. Muss hier was rein? Ja. Lapis. Und, ach, die habe ich jetzt unten gelassen, ne? Na, egal.
Kann noch mal eine Runde Eisen rein. Ein bisschen was kann ich ja wieder verkaufen. Aber das ist alles so schön vollständig. Das bleibt schön hier. Das kann ich auch mal ganz schnell runter in die Schatzkammer. Schnell weggucken, dass ihr die Kombination nicht seht. So. Keiner was gesehen. Gut. Und hier einen Schmaragd. So. So, raus hier. Und auf nach uns Grab, schönes uns Grab. Ich komme. Hab ich eigentlich noch Kürbisse? Ja, habe ich. Sehr schön. Da kann ich nämlich ein paar von gebrauchen. Warum? Seht ihr später. Ich kann die alle mitnehmen. Ich habe hier Kürbissamen. Und hier sind ja auch noch welche gewachsen. Also 7 Stück. Sollte eigentlich... Ja, reicht. Komm. Zur Not gibt es in Hunsgrab auch noch welche. Oh, guck mal. Schön hier von oben. Das Dach, das ist... Mir gefällt das richtig gut. Also, ich finde, das haben wir gut gemacht. Wir alle zusammen. Und da hat man jetzt so eine Idee, wie das dann mit dem Kran lang verläuft. Jawohl. Schick, schick. Eigenlob stinkt zwar, aber da kann man ruhig mal sagen, das ist gut geworden. Und da hinten sieht man gerade so aus dem Nebel auftauchen die Umrisse der Landeplattform für die Pegasus. Juhu! Sei gegrüßt, mein guter Pferd. Schlafen Sie gut. Bett habe ich dabei. Na komm, mein Bester, dann wollen wir mal. Und hoch! Und hoch! Ich wusste doch, dass du das schaffst. Das Tor ist offen, wir können hinaus. Ab geht der wilde Wahnsinnsritt in diesem Fall. Wollen wir mal schauen, ob die Straßen schon ein bisschen weiter ausgebaut sind, dass wir nicht immer im Sand stecken bleiben. Der gute Donnerhall und ich. Ja, schön auf dem Weg bleiben, sonst Schlammgefahr. Und ab und zu bleibst du so komisch stehen und rennst dann so richtig schnell los. Was ist denn das? Ist das die sogenannte Pferdekrankheit Lag? Ich hoffe doch nicht. Oder sonstige Huffäule. Manchmal habe ich das Gefühl, wir sind zu schnell für die Landschaft. Das ist halt ein sehr gutes Pferd, ein Rennpferd. Da hat jemand die Tür aufgelassen. Wenn das mal nicht so ehrlich war. Na. Na. Ja, hier ist noch nicht viel weiter gegangen. Ah, aber da vorne. Ui, guck mal. Tatsache. Ein bisschen was vom Weg führt hier weiter lang. Willkommen in Hunsgrab. Einwohnerzahl 800. Ja, Mensch, mein lieber Zeron. Herzlichen Glückwunsch zu 800 Einwohnern, Abonnenten, wie auch immer. Das ist ja echt der Oberhammer. Und ich glaube, ich muss meine Zahl da etwas korrigieren. Nicht 15.000, sondern eher so 1.500, würde ich sagen, ist eine annehmbare Zahl für eine Stadt. Denn wir müssen ja von mittelalterlichen Verhältnissen ausgehen. Und ich glaube, da sind 1.500 schon eine ganze Menge. So, jetzt also schnell diesen Stand etwas verkleinert, damit ich keinen Beschwerdebrief mehr bekomme. Auf der einen Seite einen verkleinert, aber auf der anderen Seite einen raus, wa? So sieht das da drüben aus. Ja, dann nehmen wir uns doch den Hunsgrabestand als Vorbild. Der wird schon stimmen. Dann ist es nämlich hier. So. Und, ich brauche eine Axt. Wieso hatten wir hier einen Eisengolem festgemacht? Das geht ja so nicht, ne?
Entschuldigen Sie, Sie müssen da mal aus dem Weg gehen, bitte. Sie können gerne auch hier einkaufen, natürlich. Nur dann, ja, raus. So. So ist recht. Donald, ich sehe das. Ich sehe das, dass du schon weg willst. Ja, brauchst du gar nicht schnaufen. Manchmal ist der Bursche ein echter Widerpost. Ja, ich fürchte, die Truhen muss ich dann auch nochmal abruppen. Aber umso schicker wird es dann hinterher, ist nicht schlimm. So, und hier geht's auch einen raus, oder was? Ne, da sind wir schon an der richtigen Außenkante, oder? Du bleibst mal ganz kurz da stehen, bis ich was habe, um da wieder was reinzutun. Vielleicht muss dann doch die Werkbank hier runter. Runter? Mal, hier gehen wir aus dem Sand einen raus. Ne, siehst du, das muss noch... Ich bin nach hinten zu weit rausgegangen, auch noch. So muss. Ja. Dann wird ein Schuh draus. Wir könnten Schuhe verkaufen. Schuhverkäufer gelten doch gemeinhin als das Symbol für Glück, Erfolg und Wohlstand, oder? Habe ich das mit irgendwas verwechselt? So, jetzt haben wir eine neue Mitte. Mitte. Ist hier. Hier. Ja, und dann kommt der hier weg. Ja, dann wird es jetzt gleich hier. Machen wir die Truhe zuerst, die hat am wenigsten drin. Das kann ich so mitnehmen. Jetzt bin ich gerade überlegen, ob ich das anders mache. Hier, Pferdchen. Na, 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 na. So, pass auf. Dann machen wir nämlich... Das machen wir jetzt anders. Truhe bleibt hier drauf, aber das Schild machen wir unten dran. So. Da waren drin... Modellieschen und Sumpf. Umpf. Sumpf. Ranzen. Seuche. Seiche. Ach komm, Seiche ist cool. Sumpfranzen Seiche. So. Da die Modderlieschen. Einmal schön ausgebreitet. Und die Sumpfranzen Seiche. Das hier Seiche hier. Das hier Schmadder. Das ist das Gute aus dem Moor. More or less. Oh, das ging auch alles rein. Wunderbar. Ja gut, klar, hat sich ja gestackt. So. So. Und hier der Schmadderball, genau. Gutes aus dem Moor. Ja, und dann kommt die Hauptwarenkiste. Ja genau, dann machen wir das so. Eine hierhin, eine dahin. Hier in die Mitte kommt dann halt nur eine Werkbank.
Tier in die Mitte, packe ich ein Reisebett, denn das ist nett. So kann man auch auf langen Wegen hier einkehren und als wäre nichts gewesen. Nee, das reimt sich nicht. Kiste für Tauschwaren. Also, wenn jemand was gerne mit mir tauschen möchte, dann da rein. Und hier hatten wir Torfkohle, Sumpfstahl, Schienen. Das geht mir nicht. Schienen und Sumpfeisen. Schienen. Passt genau, wunderbar. Göln. So, einmal reichlich davon. Ich muss dann für die Überraschung für morgen müssen noch Holzkohle besorgen. Das später. So. Einmal mit Eisen auffüllen. So. In handlichen Portionen. Prima. So, Werkbänke nehme ich mit, das nehme ich mit, den Rest brauche ich hier, das kommt noch hier hin. Achso, ganz fertig bin ich natürlich noch nicht. Ich muss ja hier das Dach noch verändern. Dafür waren die gedacht hier. Gedacht. Ah. Hä? Hä? Achso. Ja, du gehst mal weg. Der schwebende Zaunfall. Und auf das hier, auf diesen Erdhügel der Helden, da bin ich ja schon mega gespannt. Oh, da freue ich mich schon drauf, wenn ich da drin mal wettkämpfen darf. So, wird ein bisschen länger heute die Folge, aber es ist ja auch eine Samstagsfolge. Die kann ja schon mal in den langen Sonntag ein bisschen einleiten. So, schnell hier noch gepennt. Und, bleibt das hier mit der Mitte halbwegs? Nee, natürlich nicht, aber ist egal. Nee, ist mir nicht egal. Ich kenne mich. So, Gas gegeben. Ja, warum macht die Mühe? Er hat zwar schon gesagt, ist ja hier so arabischer Markt und so weiter. Die machen sich ja alle breit, wie sie wollen. Nein, aber das Ding ist einfach, wisst ihr, die Mietpreise, dann heißt es wieder, zodan, ich muss mehr Miete von dir nehmen, du hast zu groß gebaut. Dann sage ich, nee, vergiss es. Dann sagt er, doch. Und ich sage dann wieder, nee. Und er sagt dann, oder sonst. Und dann sage ich, Axt in den Kopf. Und dann sagt er wieder, Klippo, Doppelklippo und so weiter. Ihr wisst, wie das läuft, ne? Und dann hinterher... Nee. Das ist es dann auch nicht wert. Da bauen wir lieber hier... nach den DIN-Vorschriften von Hundsgrab hier den Stand auf. Map. Und gut ist. Ja, ich fürchte, das geht jetzt nicht anders, außer als dass du losgehst gleich. Ich mach dich auch wieder fest. Ist ja nicht schlimm, wenn du hier wache stehst. Habe ich ja auch was von. Hahaha. Yeah. Komm mal gleich wieder her. Freundchen. Hier geht's lang. Ja, da musst du hin. Nein, wir sind der Äußere. Du sollst ja den äußeren Verteidigungsring bilden. Ich habe das schon verstanden. Komm. So. Achtest drauf, dass nichts geklaut wird, ne? Finde ich gut.
So, jetzt bin ich schon wieder so in Gedanken versunken. Das war aber auch nur, weil ich mir jetzt nicht so ganz schlüssig war, wie das hier werden soll. Aber so soll das werden. So ein bisschen schwertförmig. Hierzu. Genau. Dann können wir hier noch ein, zwei spärliche Fackeln hinstellen. Und aus die Maus. Händler. Stand. So. Dann, mit einer Axt geht die Wolle auch nicht schneller weg, oder? Nee. Schade. So, die kommt nämlich als kleines Dankeschön, wenn ich mein... Da ist es. Guten Tag, Herr Pferd. Wo wollten wir denn schon wieder hin? Och, guck mal. Kühe, Schweine, Hühner. Die Schweine. Ach, wie cool. Hier kann ich also Vieh kaufen, wenn ich dann endlich mal damit loslege. Es wird Zeit. So, kurz vor dem Ende der Aufnahme hier noch schnell rum. Ich habe mächtig überzogen heute. Boah, das wird schon... Das wird ja ein langes Wochenende, nicht nur ein langer Sonntag. Kurz überlegt, ob ich die Abkürzung nehme. Jetzt nehme ich kurz die Abkürzung. So, Donnerhall. Auf in die alte Heimat, zu deinen alten Freunden. Ich renne hier rum. Die Wolle, wie gesagt, als kleines Dankeschön für die Sättel, die ich für meine Reiter gerade bekomme. Und du, Schaf, wollte ich gerade sagen, du sollst da bestimmt nicht drin sein. Und was zum Teufel? Entschuldigung. Hätte ich denn auch mit diesem Ei gesollt? Hundsgrab, oh du schöne Stadt. Post ist da, die ist bestimmt für mich. Und hier geht es morgen weiter mit der langen Sonntagsfolge. Dort wird sich etwas ereignen. Als kleine, zur Jahreszeit passende Überraschung für die Hundsgrabe. Ich verabschiede mich bis dahin. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss.